Moin, moin, grüß dich und Hallihallo am Donnerstag. Ich hoffe, ihr habt noch schönes Wetter und habt das schlechte Wetter und die Gewitterfronten überlebt. Ja, schlecht Wetter haben wir auf der Marsch und somit müssen wir alle gucken, was können wir noch tun, welche Missionen, welche Felder können noch wie bearbeitet werden. So, Bauhof hat geliefert. Sind immer noch alle so da wie am Dienstag und somit sage ich 1, 2, 3. Moin! Hallo. Moin. Ah, das schlechte Wetter kommt ja wieder Sylt zugute, ne? Während der Fahrzeuge sauber. Das ist echt genial. Also Hochbewertung Na, eigentlich. machen wir wieder Hochbewertung. Wiederholung. Ja. Aber ich bräuchte mir jemanden im Fahrzeug, das ist bei auf mir der stehen Match zwei schon unterwegs, Paletten. ne? Auf der Mars soll aber auch schlechtes Wetter sein, hat Tamara erzählt. Bin gleich wieder da. Jo. Musst du mal aussteigen? Ich bin draußen am Hof. Hat das mit dieser Lieferung eigentlich geklappt? Ja. Muss nur dran vorbeifahren. Kannst wieder tanken, Gerd. Super, müssten die danke. eigentlich mal runterfallen? Bist du schon zweimal rum? Eigentlich. Ja, ich bin schon zweimal rum. Dann würde ich gleich den ein bisschen was wegsammeln, damit das da nicht so rumnervt. Ne? Ja, ist gut. Ich stelle den Helfer ein auf dem Feld Oder wenn 31 ihr Luft dann. habt, nochmal mit dem Autoloader kommen. Ja, ich komme gleich Hast du nochmal mit da dem auch schon Autoloader, okay? einmal rum? Ja, wir haben jetzt Nö, erstmal so weit den schicke genug. ich so erstmal los. Licht ein Schwad in der Hecke? Nee, alles draußen. Jürgen. Einmal links und einmal rechts an der Hecke vorbei. Da Man müssen kann wir alles eh schnell kriegen. fahren, da muss ich mir das nicht antun. Bin wieder da. Jenny? Ja. Mein Trecker hat keine Pflegebereifung. An der Werkstatt umstellen. Die sind kostenlos. Trotzdem danke, Tamara. Ich komme jetzt mit dem Autoloader und hole sie runter. Ja, musste halt vielleicht noch mal welche aufnehmen, die hinteren. Ja, kein Problem. Danke. Marek. Gesundheit. Gesundheit. Wenn du doch vor die Paletten davor fährst, fallen die wohl nicht runter. Ja, also wenn ich mit dem Trecker rangefahren bin, sind sie nicht runtergefallen, Holger. Okay. Und selbst als Tamara drin saß, sind sie nicht runtergefallen. Deswegen kommt es jetzt nochmal mit dem Autoloader. Die sind in die Luft gebackt. Verdammt. Ja, aber wenn du jetzt Rechte hättest, musst du die doch auch mit dem Autoload aufnehmen können, mit deinen. Welchen Autoloader? Ich habe keinen bei mir gerade. Ach so. Verdammt, jetzt hänge ich auch noch fest. Ey. Unfall? Ja, zu schnell um die Kurve. Wo ist die Feuerwehr, wenn man sie braucht? Was? Kommt da noch ein KI-Fahrzeug dazu? Die ist auf die Couch gegangen, die Feuerwehr. Ja, stimmt, die hat Feierabend gemacht. Die liegt auf der Couch. Oder so. 6 km/h schafft er. Und wo ist der Rettungsdienst? Feierabend. Erziehungsurlaub. Ne, gab keinen Verletzten, nur Blechschaden. Also Werkstattwagen. Oh. Wo ist Alpha? Hat's geklappt, Alex? Von sauber die Fahrzeuge. Teilweise. Ja. Habt ihr denn alles Schönes am Dienstag gemacht? War die ganze Zeit zusammen in einem Raum oder? Wow. Ja. Besonderes zu besprechen. Nö. Also wir waren alle sonst zusammen. Ja. Brauchst du nur ein Video gucken? Das war praktisch. Spitzel. Eine Überraschung am Dienstag. Dann nicht. Ja. Wir haben eben doch nicht so komplizierte Strategien wie ihr. Nee.
Vor allem ja, haben wir nicht besprochen, wo wir Pause hatten. Das wird noch einen Monat für das euch das wieder siehst. Oh. Vielleicht. Die KI. Bringt dich die KI gerade zur Weißglut? Ja, schiebt mich gerade an einen Baum ran. Und? Dieser doofe LKW? Nein, das war ein weißes Auto. Bei einer Motorisierung müssen wir auch mal arbeiten. Was, von der KI? Nee, ist verkehrt. Dafür habt ihr jetzt wieder Sprit. So wenig Leistung. Das aber bald haben wir auch schon alles. Bist du schon unterwegs? Jo, bin gerade von einem Haus vorbeigefahren. So, Jenny, Paletten sind wieder auf dem Boden der Tatsachen und alle Danke. Ordentlich an deine Halle gestellt. Danke. Aber das Durcheinander hätte mich nicht gestört, Alex. Tamara. Ich bin Service vom Bauhof. Dankeschön. Hast du dann gerade da hinten? Okay. So cool ist mit dem ihr könnt uns den ne? Lohnerstatus erstmal wegnehmen. Du kannst mach fliegen. Danke. War aber ein Ball inzwischen. Und voll. In die Fall geht's. Nein. Ding lassen wir lieber. Der LKW gang in die Höhe. Ja, da war ein Ballen. Habe ich also keine Sprungschanze. Ja, ich sagte der Ball nicht. Ich sagte nur der LKW. Ja. Unser Träger fährt nur 6 km/h. Alex, also du weißt, dass du nur in der Mitte fahren musst, noch? Ja. Ja, rechts ist Gas. Ja, der Träger bei uns, 16, ne, 6 fährt er nur. Ja, rechts ist Gas. 6 km/h. Oh. Echt wenig. Wirklich zu wenig Power. Oh. Was habt ihr dahinter? Großes Gerät. Ja gut, meiner fährt auch noch 25 mit dem Ballenwagen. Immerhin. 15 mit dem Düngerstreuer. 62 mit LKW. 8 mit Spritze. Spritzen geht eh nicht schnell, ne? Was ist Punkt 12 oder so? Normalerweise. Mein Spritzen geht auch eh nicht so schnell. Aber das Einzige, was nur mit 6 km/h geht, mit großem Gerät, ist, wenn man Pellets presst, oder? Ja. Demos. Sei denn der Schwarz nicht allzu groß, dann fährt sie 8. Und setzt dann unten an. Arbeiten wir aufeinander zu. Okay. Aber Alex, wenn du fertig bist, komme ich mit dem Düngerstreuer. Weil dann kannst du auf der Wiese weitermachen. Ja. Bin ich mal gespannt, wie lange es regnet. Lange genug. Auf jeden Fall bis zum Stream, würde ich behaupten. Warte mal. Ich denke, die ganze Folge in der Tat. Ja, das auf alle Fälle. Ich habe die Abfahrt zurückgepasst, verdammt. Na, wenn, dann ändert sich dann erst wieder 12 Uhr das Wetter, oder? Weiß ich nicht. Das war ein Stück zu weit. Sitz im Düngen hast du noch nicht irgendwie, ne? Wie ich? Ja, ne. Also bei uns auf der Insel sind eh wenig Düngemissionen. Hast du die alle zu dir programmiert? Guck ich gleich mal.
Könnte nämlich unser Düngerstreuer dann mal machen. So, als Warnung schon mal, ich hantiere jetzt mit Paletten rum. Gut zu wissen. Ja, also wir kommen eigentlich gar nicht mehr zur Mission. Also fast gar nicht. Wir haben mehr Fahrzeuge und mehr Helfer. Nö. Abgelehnt. Wie? Mehr Wieso? Helfer. Dann Helfer heißt Lohner und dann dürfen sie einen haben. Ja, dann dürfen sie ja den Standardhelfer nicht einsetzen. Einen Helfer gibt's. Ja. Ist in den Regularien festgelegt. Gibt's ihn gerne noch, auch noch eine Stufe Dünger gebrauchen? Das meinte ich, dann das mache ich gleich. Der ist lichtblau. Wir konnten die doch auch teilweise noch aufrüsten, die Trecker, glaube ich, die wir haben. Ich glaube, wir hatten gar nicht die volle Motorauslastung am Anfang gekauft. Muss ich nochmal in der Serie aus. 52. Meine Dolly ist auch leicht buggy. Ich habe die angekuppelt und die Stütze ist die ganze Zeit unten. Günstig. Der Standard Dolly? Weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob das ein Standard-Dolly ist. Eigentlich ist das ein Mod-Dolly. Ja. Sonst erstmal nicht stören, dass er so lange braucht. Aber nichts machen. Rüber zu 17. Bisschen. Erst anfangen an die 17. Komm, fahr schon ein bisschen unterwegs. Weil ich brauche jetzt ein bisschen Diesel. Hoffst du nicht, wie viel hast du noch drinne? Ich hab noch eine Strich. Liter? 149 von 79. Das ist genug für das Ganze? Das reicht noch vom nächsten Stream. Mindestens. Meine Tank Gewohnheiten kennt man ja. Was also bleibt das Fahrzeug eher wieder stehen. Genau. Ja, aber ich glaube jetzt. Oder Holger? Ja. Muss mal gucken, wie viel er so verbraucht. Mit einem Meter vor der Tankstelle? Wir haben jetzt noch 10 nee. Minuten Folge circa. Also dafür brauchst du nicht mehr tanken. Das okay. Ist sicher. Wenn nachher noch 50 Liter übrig sind, kannst du damit locker noch zum Hof fahren und tanken. Wenn man Düngen auf 17 angekommen. Oh, diese scheiß KI. Beste. So ein stabiles, starkes Auto wie die KI will ich in echt auch wo haben. Oh, Micha? Micha? Ja, irgendwie hat es mich wieder rausgehauen. Nee, mir hat das Spiel irgendwie geschlossen. Ah, Lohner okay. Vorbei. Hilfe vorbei. Helfer aus. So, wo ist er denn? Micha ist rausgefahren auf den Server. Welches Team war denn, Micha? Bauhof. Bauhof, ist ja egal. Ja. Dann können die Helfer drin bleiben. Ja, weiß gar nicht, was ihr für einen Alarm macht hier schon, ja. Also vorsichtig, turn wieder drauf. Ich habe jetzt meine Paletten abgeladen, ja. Damit hast du mich ja gekickt. Tamara, das Problem ist nur, wenn die Paletten ins Lager eingelagert werden. Hm? Nein, ich habe sie bei Penny gerade abgeladen und da war aber Micha schon draußen. Wenn du die Paletten ins Lager einlagerst, dann ruckelst. Verkaufsstellen nicht. Ach so.
Na, ich hab's dem Bescheid gesagt. Also dann werden sie aufgelöst werden. Optisch. Ja. Ich sag lieber einmal zu viel Bescheid, als einmal zu wenig, bevor alle meckern. Ist doch gut. Weil das jetzt ist doch wie, also Penny ist doch wie Lagern. Genau. Wir fahren ein bisschen ruckelig. Ja, ruckelig ist es. Ja, ist bin wieder drauf. Michael ist schuld. Ja, sie verkauft doch gerade die Paletten, oder nicht? Ja. Oder was? Oder beides. Alter, ich werde schon wieder so weit, dass es gar nicht mehr gedüngt werden kann. Also ich sage dir, das schnelle Wachstum ist oder ist voll. Oh, deine Wach. Deine Synchrozeit ist auch krass. Mache ich auf jeden Fall einiges wieder platt. Sieht, wo jetzt gemäht ist, wo jetzt erste Stufe ist, zweite Stufe. Also zeige ich hier noch, ich dünge noch ein bisschen die Mitte. Aber mehr ist hier nicht machbar auf 17. Und darum ist schon wieder volle Wachstumsstufe schon wieder. Du könntest machen. Das war doch gerade gute Einnahmen, oder Leute? Fast eine halbe Mille. Schnapszahl. Bei mir ist nichts angekommen. Nee, bei euch nicht. Bei uns auch nicht. Bei uns. So, jetzt hau ich gleich noch OBS und Spahn weg und dann sieht aber auch wieder gut aus. Dann ist vielleicht tatsächlich mal der Vollernter drin. Genau, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, dass jetzt endlich mal der Vollernter drin ist. Oh, aber immer nur wenig. Also, ne? Fällen wegbringen, so ungefähr. Nicht massenweise erstmal fällen und nachher tonnenweise Holz bewegen. Das Problem ist mir mehr wie bekannt. Nimmt das Hof-Silo gar keine Silageballen an? Welches? Nee, die Silageballen musst du leider so lagern. Verdammt. Ach, du meinst das große Lager? Ja. Ballenträger habe ich keinen eingefügt. Ja, egal. Ballensammelhalle. Oder so hinstellen. Ja, kann auch. Wir spielen ja nicht mit Seasons. Nee, aber dann. Wenn ich so weggehabt, dann stehen sie nicht im Weg, aber alles gut. Na, noch haben wir ja Fläche, noch kannst du das da irgendwo hinstellen. Ja. BGA. Kann auch. BGA haben wir nicht. Oh. Wobei unsere Gärtnerei mit 330 ja gar nicht schlecht wird. Nee. Warte, Silage. Höchstpreis bei euch gerade. Ich bin weg. Na, endlich. Nach 14 Folgen. Was? Haben wir jetzt den höchsten Preis. Ja, hatte ich doch gesagt, letzte Folge war schon. Ja. Weil das haben sie nicht gehört, weil wir uns warten. Magst du, mach mir jetzt davon auf dem Feld. Ein Kraut- und Rübenfeld, jetzt hier fällt 17 vor. Hm. Umpflügen. Die direkt mal zur Gärtnerei. Unser Flug fährt nur 6 km/h, der schafft nichts. Meiste diese Glas fressen noch im
Ja. Wasser. Geht das langsam? Tamara, könntest du mal bitte kurz den Fendt reparieren? Ja, ne? Das geht echt langsam. Ach. Schalt fahren. Danke. Mara, könntest du bitte die Feldspritze reparieren? Könnt ihr mal besser auf eure Sachen aufpassen? Ich versuche hier gerade Geld zu sparen. Vergiss es. Weiche leck. Ach nö, nicht schon wieder. Doch. Hast du schon wieder was verloren? Ja, meine Ballen. Auf der Brücke oder wo? Nee, zum Glück nicht. Oh. Glücklicherweise. Aber da auf dem Weg zur Gärtnerei ist auch nicht ein glücklicher Weg zum Verlieren. Nee. Oh, ich hab's ja alle wieder. Den Anhänger ist voll, Danny. Mit Silasball. Okay. Wenn du Lust hast. Oh, ich fahr grad mit Düngerstreuer hier aufs Feld. Das müssen wir früher düngen, das Feld hier. Wobei bei der anderen war natürlich auch über Nacht. Stimmt. Da war auch schon der erste Wachstum wieder erkennbar, ne? Ja. Er ist zu wenig Zeit. Ja. Noch, also bald meckern auch die anderen darüber wahrscheinlich. Wenn genug Leute meckern, dann machen wir auf langsam Wachstum oder so. Genau, Wachstum haben wir doch bis auf normal, ne, oder? Aber durch unsere Zeit, ne, mal 5 und nachts 30. Ja, brauchst du über einen Ingame-Tag. Mit schnell ist es einer, ne? Normal sind es, glaube ich. Haben wir einen Ingame-Tag im Normalfall. Ja, aber das, was du, sag mal, heute anpflanzt, ist nicht morgen erntereif. Erst übermorgen Ingame. Krass, ja. Krass, nee. Glaube ich schon. Also wir können jeden Stream können wir eigentlich alles ernten. An Wiesen? Jede Woche. Naja, nicht ganz. Nicht, also 26 waren wir ja in Schwaden. So was von letzte Woche. Das erste Feld, was wir heute gemacht haben? Und das 26. So, da war noch der Wender am Anfang unterwegs, ne? Und dann hatten wir Schwatt gemacht, ja. Und das hatten wir gemäht letztes Mal. Und jetzt ist es wieder voll erntereif? Müsste es eigentlich wieder voll erntereif sein. Ja, ist voll erntereif. 23 auch schon wieder. Also mit 4 Grasfeldern ist man völlig dient. Ja gut, aber dann liegt es vielleicht an der Wachstumsgeschwindigkeit vom Gras. Das ist ja eigentlich nicht. Also normale Felder wachsen nicht so schnell bei normalem Wachstum. Ja. Gehen wir auf Quelle. Wie viele Grasfelder habt ihr denn so? Ich habe jetzt noch nicht auf die Karte geguckt. Eins. Ja. Wir haben viele Grasfelder eben und das ist dann wirklich schon. Mehr ist nicht. Also mehr ist nicht handelbar. Wenn man es auch noch düngen will und vielleicht brauchst du noch mal Kalk zwischendurch und so. Natürlich, wenn man es immer nur direkt mäht und naja, das schafft man auch nicht. Ja, doch, man würde es vielleicht, wenn du es hier Quaderbein wegpresst oder so, ne? Dann kannst du mit Big M ja glaube ich auch durchfahren. Ja. Nein, dann können der Quaderbein kommen in der Fermenter. Ja. Heu wird ja auch nicht draußen, ja. Schade.
Es geht dann Alex? Viermal schneller. Ja, da musst du dann durch mit dem Trecker. Der Schaft kommt ja auch nicht hinterher bei unseren Mengen. Schon bei 25. Du Scheiße. Alex, ich hab ihn dir hier vorne ans Feld gestellt. Juhu. Ja, er muss halt wiederholen. Du musst dann aber der Lohner eh. Morgen wird ein Schweinedienst. Habt ihr gerade noch Arbeiten am Laufen? Nein, klar. Ja. Logisch. Ich meine jetzt akut. Aggressives Warten auf Regenende, ja. Ja. Das sowieso. Ja, wir sollten mal warten, bis die fertig sind. Wenn du gerade abgeladen hast. Ich bin gleich da. Ich lade gleich ab. Jo. Dann können wir danach verkaufen. Feierabend machen. So rum. Wollte ich sagen, willst du Feierabend machen? Ja. Ja, ist auch schon wieder 26 Minuten Weg, ne? Ja, deswegen. Ah. Dann einmal noch den Palettenverkauf durchlaufen lassen. Das wird wieder Samstag. Für die nächste Folge. Auf jeden Fall starten wir mit ein bisschen Geld auf dem Konto, ist auch schon mal gut. Ja. Ja, was anders. Einen Kredit haben wir auch noch. An was hängt denn nun der Kredit? Wir können immer. Nee. Wir können nicht mehr aufnehmen. Immer noch nicht? Nein. Also wir haben schon. Ja, ne, ich weiß gar nicht. 900.000? Ne, 1 Million oder so, glaube ich, Schulden. What? 1.000.045. Das ist noch nicht mal Ende. Wir können nur die 500.000. Ja. Mir auch bloß. Irgendwas falsch gemacht. Wir konnten bei Landankauf konnten wir wieder weiter. Nee. Ja, einen Tag später aber auch erst. Ja, aber geht immer noch nicht. Ich glaube, wir haben einfach natürlich schon deutlich mehr verdient. So, dass wahrscheinlich wir deswegen schon was konnten, wir auch mehr Land gekauft haben. Ich glaube, erstmal rechnet das Spiel wahrscheinlich auch den Fahrzeugverlust noch irgendwie mit rein oder ich weiß nicht genau. Also was ist euer Fuhrpark noch wert, um dann zu gucken, seid ihr noch kreditwürdig? Also denke ich mal, so muss es irgendwie zusammenhängen. Weil nur am Land... Das ist auch eine schöne Frage an die Community. Nur am Land kann es nicht hängen. Deshalb, warum? Das kann tatsächlich sein. Dass auch noch der Fuhrpark irgendwie reingerechnet wird, brauchst was der tatsächlich wert ist oder so. Weiß ich aber nicht. Also im Verhältnis zu dem, was man eh schon an Kredit hat, ne? So in dem. Ja, ist schon klar. Ich sag ja, vielleicht weiß ich einer aus der Community, Dani. Frage an alle, wenn es jemand weiß. Woran. Ah, warte mal. Nein, das ist eine Frage. Genau. Vielleicht sind wir dann am Samstag. Das war eine Heumission. So ein Stückchen schlauer. Was war's? Sind gleich durch. Ein Moment. Marcel? Ja? Habt ihr Silagebein gemacht statt einer Heulmission? Ich hab's nur angenommen, wir haben noch nichts bearbeitet. Ich hab's abgebrochen. Okay. Das war am Anfang. Hätten wir alle ein bisschen Geld kriegen sollen, ne? Mhm. Nee, das war gerade eine Minute alt, das ganze Ding. Ja, nee, ist doch okay. Du weißt ja nur, Dani und mir ist es ja schon passiert. Könnte mir einer vom Bauhof den Lohnerstatus geben, bitte, dass ich unsere Spritze befüllen kann? So, jetzt habe ich auch eine Silage-Mission. Danke. Bleib mal aus da, bitte. Okay. Aber wir wollen ja eh gleich aufhören. So, Paletten weg. Ja, aber solange es geht, sofort. Können wir noch was machen. Ja. Die Minute ist kostbar. Dein Kontostand gesehen? Sieht gut aus. Ja, fast, gefühlt läuft es auch gerade wieder ein bisschen. Spritz ist voll. Jo, so gefällt mir das. Wäre fertig? Geld. Wie sieht der Rest aus? Ja, wäre fertig. Ja, Feierabend. Feierabend. Wir bleiben an der Arbeiten. Nicht düngen.
ja schon voll gedüngt sein, der Streifen. Jo, gut, gut. Oh, wo ist er denn hingefahren? Holger? Ja, sicher. Du bist soweit fertig, okay? Ja, klar. Du auch, Dani? Ja, sag mal so, ne? Dann mache ich einen Feierabend. Ich bin hier gerade auf 31 kurz am Gucken. Dann, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen recht herzlich schönen Donnerstagnachmittag. Ich hoffe, es wird nicht zu heiß, nicht zu windig und auch nicht zu stürmisch oder zu regnerisch. Daher, macht's gut, genießt das Wochenende, den Donnerstag und den Freitag. Wir sehen uns am Samstag. Und somit sage ich tschüss. Und die anderen? 1, 2, 3. Tschüss.